Television Zwickau. Deine Region im Bild. Zwickauer Energieversorgung. Mit Strom, Erdgas, Wärme sorgen wir für Ihr Wohlbehagen. Tag der Bildung lockt 2200 Besucher an. 24 Stunden Zeichnen für Toleranz und New Yorker Cembalistin brilliert im Schumann-Haus. Tag aktuell, das regionale Abendmagazin. Hallo und herzlich willkommen, einen schönen guten Abend zu unserer heutigen Ausgabe von Tag aktuell. Schön, dass Sie dabei sind. Am Wochenende, da erreichten uns vermehrt Anrufe, Sie könnten Television Zwickau nicht mehr empfangen, beziehungsweise Sie hätten keinen Ton. Das ist richtig und Tele Columbus hat an diesem Problem lange gearbeitet und hat es in den Griff bekommen. Allerdings muss ich an dieser Stelle Ihnen nochmal einen Hinweis geben. Der eine oder andere wird es ja vielleicht gemerkt haben. Sie können Television Zwickau auf zwei verschiedenen Wegen im Netz von Tele Columbus empfangen. Zum einen als analoges Programm mit einem wesentlich schlechteren Bild und zum anderen als digitales Programm. Im digitalen Bereich gab es bisher weder Ton- noch Bildprobleme. Deshalb möchten wir Sie bitten, auch in Ihrem Interesse, damit sich unsere Investition in das neue Studio auch gelohnt hat, einen Sendersuchlauf zu starten und nur noch die digitale Variante von Television Zwickau zu empfangen. Wenn Sie nicht wissen, wie man einen Sendersuchlauf macht, fragen Sie am besten einen Nachbarn, einen Fernsehmonteur oder rufen Sie im Notfall mich persönlich zu Hause an. Nein, Quatsch, das war jetzt ein kleiner Witz. Aber Sie werden es hinbekommen und erzählen Sie bitte auch das Ihrem Nachbarn, der uns vielleicht noch gar nicht empfängt. Und damit kommen wir zu unseren aktuellen Themen. Auf dem Campus Scheffelberg haben sich am Samstag mehr als 2000 Besucher beim Tag der Bildung über das breite Angebot an Ausbildungsberufen und Studienfächern informiert. 70 Aussteller präsentierten sich den Mädchen und Jungen. Organisiert wurde die Veranstaltung von den 8 Partnern der Modellregion Berufs- und Studienorientierung im Landkreis Zwickau. Eröffnet wurde dieser Tag der Bildung von Landrat Christoph Scheurer. In seiner Ansprache betonte er noch einmal, wie wichtig es ist, sich frühzeitig zu informieren, welche Möglichkeiten einer Berufsausbildung oder eines Studiums bestehen. Er selbst wusste übrigens schon in sehr jungen Jahren, was er später einmal werden will. Also bei mir war der Spaß an der Mathematik eigentlich seit der 4., 5. Klasse so groß, dass ich damit etwas machen wollte dazu. Dass es nun direkt Mathematiker geworden ist, war dann noch nicht klar, aber in die Richtung wollte ich schon gehen. Der Tag der Bildung stand unter dem Motto Sprungbrett Zukunft. Und so ein Sprungbrett als kleine Hilfestellung beim Start in das Berufsleben ist für junge Leute sehr wichtig. Ohne Beratung wäre das Angebot an Möglichkeiten einfach zu groß und unüberschaubar. 70 Aussteller waren zum Tag der Bildung anwesend, um den Besuchern diese Hilfe zu geben. Also ich denke, für viele junge Leute und deren Eltern ist es klar, dass Bildung ein ganz wichtiger Startblock für das Schwimmen in die Zukunft ist dazu. Und wenn man da Unterstützung bekommen kann, wird man das mitnehmen dazu. Und ich denke, so eine geballte Ausstellung mit 70 Ausstellern, die ihre Betriebe hier präsentieren, Berufe präsentieren, so gut kann man es eigentlich gar nicht wiederbekommen. Unter den Ausstellern waren verständlicherweise viele Betriebe der Automobilzulieferindustrie. Sachsen ist nun mal ein Industrieland. Aber Berufe gibt es natürlich viel mehr, zum Beispiel im Handwerk. Obermeister Reinhard Dornheim nutzte den Tag der Bildung, um geeigneten Nachwuchs zu finden. Und das ist heutzutage nicht einfach. Na warum? Weil Dachdecker ein ziemlich schwerer Beruf ist. Man steht bei Wind und Wetter draußen und wir haben ein bisschen das Problem, dass uns die Autoindustrie bzw. die Zulieferer die ganzen jungen Leute irgendwie wegziehen. In unserer Region sehr stark vertreten. Doch mit diesem Tag der Bildung konnten die 8 Partner der Modellregion Berufs- und Studienorientierung den Besuchern ein Beratungs- und Informationspaket anbieten, das keine Wünsche offen ließ. Und es steht bereits jetzt fest, einen Tag der Bildung wird es auch im Jahre 2014 wieder geben.
Am kommenden Samstag wird im Jugendcafé City Point 24 Stunden lang für Demokratie gezeichnet. Die Zwickauer Künstlerin Miriam Kanis und die Werdauer Zeichnerin Silvana Hallbauer haben den Zeichenmarathon organisiert. Udo Rupp-Kalvis hat sich im Vorfeld mit den beiden im City Point getroffen, um mehr über diese Aktion zu erfahren. Ich habe mir überlegt, ich stelle den beiden Damen nicht einfach nur Fragen, sondern die Rahmenbedingungen sollen die gleichen sein wie jetzt am Wochenende zum Zeichenmarathon, das heißt Zeitdruck. Ich habe die beiden gebeten, sie sollen doch während unseres Gesprächs etwas zeichnen und am Ende schauen wir mal, wie weit die beiden Damen gekommen sind, ob sie den Zeitrahmen auch einhalten können. Deshalb liegt vor mir jetzt die Stoppuhr und ich starte sie und beginne mit der ersten Frage. Wie entstand eigentlich die Idee zu einem solchen Zeichenmarathon? Naja, das war mehr oder weniger letztes Jahr, du darfst zeichnen. Jawohl. Das war letztes Jahr die Idee, dass ich gerne mit anderen Zeichnern zusammen zeichnen wollte. Und dann ging mir es halt immer wieder als Zeichner auf die Nerven, dass man immer wieder gesagt hat, ja, sie kommen als Zeichner aus Zwickau, da wo die Nazis herkommen, wollen sie das denn wirklich und was bringt denn das für eine Botschaft für sie? Und irgendwann reicht es mir einfach und ich habe gesagt, ich zeichne für Toleranz. Und warum zeichnen nicht andere Leute auch dafür? Und habe dann angefangen, unter anderen Kollegen rumzufragen. Und daraufhin ist dann eine relativ große Gemeinschaft entstanden, die gesagt haben, ja, tolles Thema, müssen wir machen. Wie groß ist diese Gemeinschaft? Also wie viele Anmeldungen gibt es jetzt bereits? Also Anmeldungen exakt für dieses Event gibt es 27. Momentan, natürlich ist es immer so plus minus ein paar Leute, die halt gerade krank werden oder etwaiges anderes Schwierigkeiten haben, herzukommen oder so. Aber ansonsten wird es so aussehen, dass es wohl um die 27 Leute sein werden. Arbeiten die alle kostenlos oder bekommen die dafür Geld? Wie muss man sich das vorstellen? Gibt es da irgendwelche Förderer? Nein, es ist momentan wirklich für den guten Zweck. Also sie arbeiten alle kostenlos, kommen her, um zu zeichnen. Wie viel zeichnen Sie so? Also in 24 Stunden, das ist ja schon eine Menge Zeit. Da entsteht ja nicht nur ein Bild, schätze ich mal. Ja, es ist halt auch so, dass nach einer gewissen Zeit irgendwann die Konzentration ein bisschen in den Keller geht. Was für uns bedeutet, man wird langsamer und braucht länger für eine Seite. Aber im Schnitt kommt man so um die 24 Seiten in 24 Stunden. Also entstehen richtige Geschichten? Es entsteht ein vollwertiger Comic, ja. Und wie muss man sich das jetzt vorstellen? Da frage ich jetzt mal die Zeichnerin Nummer 2, damit du auch mal zum Zuge kommst, das zu zeichnen. Hast du Erfahrung mit einem solchen Zeichenmarathon oder ist das das erste Mal, 24 Stunden durchzuzeichnen? Irgendwann ist die Konzentration im Keller. Was muss man da einwerfen? Also dieses Jahr ist mein erster Zeichenmarathon, wo ich dann dabei bin. Ist natürlich eine Herausforderung, 24 Stunden einmal durch und einwerfen, ja, Mate-Tee, Mate-Limog, Mate-Cola, Guarana, Kaffee und eine Menge Motivation natürlich. Können da eigentlich auch Zuschauer mal vorbeischauen? Ihr zeichnet ja die Nacht durch. Ja, also vom Prinzip her ist eine offene Veranstaltung. Können also alle kommen, über die Schulter gucken. Ja, und dann gucken wir mal, wie lange unsere Zuschauer dann munter bleiben. Mal eine Frage zu dem Gesamtwerk. Es entstehen ja viele, viele Zeichnungen. Bekommt man die auch mal irgendwie zu sehen? Werden die veröffentlicht? Ja, es ist geplant, das dann in einem Sammelband zusammen zu fassen und zu veröffentlichen. Natürlich, am Abend selbst kann man es auch sehen. Genau. Es wird dann halt dort auch ausgehängt, ausgelegt, dass dann halt die Leute durch die fertigen Seiten den Prozess des Zeichnens mitverfolgen können. Und gibt es da Verpflegung oder wie muss man sich jetzt dieses Zeichner-Camp so vorstellen? Habt ihr da schon so ein paar Planungen, gemeinsames Essen oder sowas? Also es gibt ein gemeinsames Frühstück am nächsten Morgen. Die Zeichner bekommen von uns gratis Getränke,
was halt so da ist. Wer was anderes will, muss was anderes mitbringen. Aber ansonsten können Sie gratis bei uns was zu trinken und ein Frühstück bekommen. Und alles Weitere muss halt sich jeder selber versorgen. Nun sehe ich, das sind hier Bleistiftzeichnungen. Jetzt kommt noch ein Faserschreiber hinzu. Welche Techniken sind eigentlich bei diesem Zeichenmarathon zu erwarten? Welche Disziplinen sind da am Start? Also es ist auf jeden Fall traditionell Tuschezeichnungen dabei, es sind die modernen Copics dabei und ich werde höchstwahrscheinlich mit meinem Grafiktablett und meinem Rechner antreten. Ah, das geht also auch? Ja. Okay. Was sind das eigentlich für Leute, die da mitzeichnen? Wo kommen die her? Wie alt sind die eigentlich? Sind das eher Jugendliche oder sind das gestandene Zeichner? Sowohl als auch. Also wir haben relativ viele junge Zeichner, die quasi gerade so ihr Debüt geben. Wir haben Hobbyzeichner dabei, die einfach das Thema gut finden. Aber wir haben auch gestandene Zeichner wie Klaus Kornfield zum Beispiel, der als Berliner Größe mit dabei ist an Bord und halt die 24 Stunden mit uns durchzeichnet. Okay. So, meine Damen, die Zeit ist um, Uhr ist angehalten. Jetzt kommt die Stunde der Wahrheit. Wir schauen uns die Kunstwerke jetzt an. Und tatsächlich, beide Künstlerinnen haben es in der vorgegebenen Zeit geschafft. Der 24-Stunden-Zeichenmarathon beginnt am Samstag 12 Uhr im Jugendcafé City Point. Ende ist am Sonntag um 12 Uhr. Gäste, die den Zeichnern bei ihrer Arbeit über die Schulter schauen wollen, sind jederzeit willkommen. Thüringens Justizminister Holger Poppenhäger pocht auf eine schnelle Entscheidung zum Neubau des geplanten sächsisch-thüringischen Gefängnisses in Zwickau. Es gebe derzeit in Thüringen keine Alternative dazu. Sachsen prüfe momentan, ob ein Bau in Pöhlau oder in Marienthal günstiger sei. Die beiden Landesregierungen hatten sich zu Jahresbeginn aber bereits auf Pöhlau als Standort geeinigt. Poppenhäger hingegen macht Druck, der Neubau werde schnell und dringend benötigt. Morgen Nachmittag wird der Grundstein für den Kindergarten am Grünen Hof gelegt. Neben der Bodenplatte entstehen bereits die Außenwände und andere Elemente des Kindergartens. Seit Anfang Oktober sind auch erste Anmeldungen über die Geschäftsstelle der Stadtmission Zwickau möglich. Das Kreisgesundheitsamt Zwickau hat die Termine für die diesjährige Grippeschutzimpfung bekannt gegeben. Geimpft wird morgen am 22. und am 29. Oktober jeweils von 14 bis 17.30 Uhr und am 24. Oktober von 8 bis 11 Uhr. Die Impfung erfolgt im Verwaltungszentrum Haus 4, Zimmer 226a. Ab 5. November besteht weiterhin die Möglichkeit der Grippeschutzimpfung zur Impfsprechstunde jeweils dienstags von 15 bis 17 Uhr. Werbung. Spektakulär, die neue Show der Fliegenden Sachsen am 23. November in der Stadthalle Zwickau. Lassen Sie sich verzaubern von jungen Artisten in luftiger Höhe und am Boden. Erleben Sie die Akteure in atemberaubender Geschwindigkeit an Trapez, Tüchern und Bungees. Es erwartet Sie eine Show gepaart mit Licht, Laser, Feuer und Musik, die auch Sie begeistern wird. Für den Moment des Tages. Dayspa in Balance, Ayurveda, Massagen und alles, was Geist und Körper gut tut. Für den Moment des Tages. Dayspa Zwickau. Kosmetik, Styling und alles, was sie schön und strahlend macht. Für den Autsch. Moment des Tages. Dayspa in Balance. Waxing und Permanent Make-up für ein schönes Körpergefühl. Dayspa Zwickau. Für die schönsten Momente des Tages. Zum Relaxen, Entspannen und Schönfühlen. Nähe Schwanenteich im Penthouse der Commerzbank. Zufahrt über Lothar-Streitstraße. Nutzen Sie auch unsere Gutscheinhotline und unseren Gutscheinexpress. Nein!
Wir hocken seit Ewigkeiten aufeinander rum. Es passt einfach nicht. Ich habe es so satt. Es hilft nichts. Sie müssen sich von Ihrem alten Sofa trennen. Endlich sagt es mal jemand. Martin und Schwedler, Ihr Partner für moderne Heimelektronik. Fachhändler für Löwe, Panasonic, Mobilcom Debitel und Sky. Unser Service umfasst den Verkauf und Reparaturservice für TV-Geräte, Computer- und Telefonanlagen, Wartung von PC-Netzwerken, SAT- und Kabelanlagen und natürlich einen kostenlosen Lieferservice bei Neukauf. Bei TV-Reparaturen holen wir das defekte Gerät beim Kunden ab und stellen für die Zeit der Reparatur ein Leihgerät zur Verfügung. Martin und Schwedler, Hauptstraße 98 in Steinpleis. Und? Hat's diesmal geklappt mit dem neuen Job? Na, dann pass mal auf. Na bitte, geht doch. Hofmann Personal bietet Arbeitsplätze überall in Deutschland. Und? Wann bewerben Sie sich? Uta Rödermoden. Seit 1991 das Bekleidungsfachgeschäft im gehobenen Genre für Damen und Herren. Die erste Adresse in Sachen anspruchsvoller Modemarken. Hier finden Sie hohe Fachkompetenz bei Beratung und Verkauf stilvoller Bekleidung. Schauen Sie vorbei und überzeugen Sie sich selbst. Uta Rödermoden. Wir freuen uns auf Ihren Besuch. Im Zwickauer Rathaus kommt der Stadtrat morgen zu einer Sondersitzung zusammen. Einziger Tagesordnungspunkt ist der Haushaltsplan 2014. Hintergrund sind Budgetverschiebungen, die in den einzelnen Ressorts vorgenommen werden sollen. Die Sitzung beginnt um 18 Uhr. Eine Aufzeichnung sehen Sie morgen um 20 Uhr hier bei Television Zwickau. Einer Autofahrerin in Tschocken fiel am Sonntagnachmittag in Wildenfels ein blauer Fiat mit ungewöhnlicher Fahrweise auf. Die Frau verfolgte den Fahrer bis zum Siedlungsweg in Tschocken, wo er stehen blieb. Die herbeigerufene Polizei bemerkte bei dem 53-Jährigen starken Atemalkoholgeruch. Ein Test ergab 2,06 Promille. Es folgte eine Blutentnahme. Der Führerschein wurde kassiert. 82 Säuglinge starben 2012 noch vor Vollendung des ersten Lebensjahres in Sachsen. Das waren nach Angaben des Statistischen Landesamtes 4 mehr als noch im Vorjahr. Auf 1000 Lebendgeborene kamen 2,4 gestorbene Säuglinge. Regionaler Finanzdienstleister und Förderer der Kultur. Die Sparkasse Zwickau präsentiert die Empfehlung für Ihre Freizeit. Der Krimmetschauer Textilarbeiterstreik von 1903 ist Inhalt eines Vortrages, den der Heimatverein Krimmetschau morgen im Rahmen der Krimmetschauer Kunst- und Kulturwochen gestaltet. Die Veranstaltung beginnt um 18 Uhr im großen Saal des Theaters. Der Eintritt ist frei. Zwischen dem 10. und 12. Oktober 1713 kam Johann Ludwig Krebs in Buttelstedt auf die Welt. 300 Jahre später wird der Lieblingsschüler von Johann Sebastian Bach von der Musikwelt mit Konzerten und Ausstellungen gefeiert. Zu Ehren des größten Komponisten, der vor Robert Schumann in Zwickau gewirkt hat, fanden vergangene Woche gleich zwei Konzerte statt. Eines davon bestritt die weltbekannte amerikanische Cembalistin Rebecca Pechewski im Schumannhaus. Einen einzigartigen, weil seltenen Musikgenuss bekamen die Besucher des Robert-Schumann-Hauses am vergangenen Freitag geboten. Fast auf den Tag genau 300 Jahre nachdem der ehemalige Marienkantor Johann Ludwig Krebs geboren wurde, gastierte eine ausgewiesene Krebsliebhaberin aus Übersee in Zwickau. Rebecca Pechewski gilt weltweit als eine der größten Spezialistinnen für Cembalo-Werke des Bach-Schülers.
Bereits seit ihrer Kindheit beschäftigt sich die New Yorkerin mit Tasteninstrumenten. Zum Cembalo kam sie erst später. Ich habe Cembalo gelernt Universität und wie sagt man, Graduate School. Aber ich habe Klavierspiele waren, ich war sieben Jahre alt. Ihre Klavierlehrer waren unter anderem Seymour Lipkin und Piero Weiss. Während des Studiums entdeckte Rebecca Peschewski ihre Faszination für das Cembalo und entschied sich, das Instrument zu wechseln. Nach mehreren Meisterkursen begann sie sich zunächst mit den Werken Johann Sebastian Bachs und seines Schülerkreises auseinanderzusetzen. Die Musik von Johann Ludwig Krebs lernte die Amerikanerin vor 20 Jahren durch einen Kollegen kennen. Ich habe einen Kollegen, er spielt Flöte und wir spielen die Sonaten für Cembalo und Flöte und es gefällt mir und so ich suche für Musik für Cembalo und das war wie ich Krebs erfunden. Gemeinsam mit diesem Kollegen, sein Name ist Andrew Bolotowski, und dem Cellisten David Bekemian gründete sie vor 13 Jahren das Ensemble Brooklyn Barock und hat sich damit nicht nur in ihrer Heimat, sondern auch in Europa einen Namen gemacht. Einen persönlichen Lieblingskomponisten hat Rebecca Peschewski nicht, wenngleich ihr Verhältnis zu Johann Ludwig Krebs von großer Sympathie geprägt ist. Er hat einen eigenen Stil und es ist ein bisschen modern von Bach und er hat Wit und wie sagt man, Humor oder Humor und es ist ganz ein bisschen leichter als Bach. Kaum zu glauben, wenn man sieht, wie virtuos, gleichzeitig aber auch akzentuiert die 50-Jährige auf dem Cembalo brilliert. Im Schumann-Haus spielte sie auf dem Nachbau eines zweimanualigen Instruments von Henry Hemsch, dessen Original von 1755 heute in Boston aufbewahrt wird. Nach Zwickau ist die amerikanische Künstlerin aber nicht nur zum Musizieren gekommen. Ihr besonderes Anliegen war es, die original erhaltenen Wohn- und Wirkungsstätten von Johann Ludwig Krebs zu besichtigen. Practice, visit the Krebs exhibit. And go to the concert tonight and enjoy this beautiful little town. Genuss und Freude brachte die sympathische Amerikanerin auch den Zuhörern ihres Konzertes. Auf eine Gage hatte Rebecca Peschewski verzichtet. Dafür wurde sie mit herzlichem und langanhaltendem Beifall belohnt. Werbung. Nicht vergessen, spektakulär, die neue Show der Fliegenden Sachsen am 23. November um 18.30 Uhr in der Stadthalle Zwickau. Karten gibt's an allen bekannten Vorverkaufsstellen. Knobi Vital, altbewährt und hilfreich. Herzrhythmusstörungen haben sich wesentlich gebessert. Der Blutdruck hat sich gewaltig verbessert. Cholesterinwerte gesunken. Blutwerte sind normal, ganz normal. Die wertvollen Inhaltsstoffe des Knoblauchs, vereint mit den Wirkstoffen aus Aronia-Beere, Weißdorn oder Ingwer. 2-in-1 erhält Ihre Herzfunktion. Knobi Vital. Der tägliche Schluck Gesundheit und Sie bleiben fit bis ins hohe Alter. Erhältlich in allen Apotheken und Reformhäusern. Garantiert keine Ausdünstung über Haut und Poren.
Hotel Flexig in Giegengrün und Hartmannsdorf, der Idylle des oberen Landkreises. Aktive Erholung und Entspannung für den Gestressten, mit Küche vom Feinsten, mit öffentlicher Sauna und Schwimmbad. Flexig bietet alles. Tanz aus der Reihe. Der Citroën DS3. Ultra personalisierbar. Citroën. Kreativtechnologie. Null Anzahlung, 100% fahren. Entdecken Sie die DS-Linie zu attraktiven Monatsraten. Jetzt in Ihrem Autohaus BHS am Kreuzberg in Zwickau-Oberplanitz. Willkommen beim Testsieger mit der Zweierkombi von Tele Columbus. Unsere Doppelflat bietet Ihnen Internet bis 128 Megabit und super günstiges Telefon. Doppelflat, doppelschnell, doppelgünstig. Und das alles schon ab 19,99 Euro im Monat. Bestellen Sie jetzt unter www.telecolumbus.de oder in Ihrem Tele Columbus Shop. Tele Columbus. Wir sind da. Erster Auswärtspunkt für den FSV Zwickau in der neuen Regionalliga-Saison. Beim FC Carl Zeiss Jena erreichten die Ziegner-Schützlinge am Sonntag ein achtbares 1:1 Unentschieden. 5.144 Zuschauer sahen eine niveauarme Begegnung, in der Wernicke die Gäste nach knapp einer halben Stunde überraschend in Führung brachte. Noch vor der Pause kamen die Platzbesitzer durch Schala zum letztlich verdienten Ausgleich. Nach der 1:6 Klatsche im Sachsen-Derby gegen Weißwasser ist den Krimmetschauer Eispiraten gestern der lang ersehnte Befreiungsschlag gelungen. Mit einer starken kämpferischen Leistung gelang den Westsachsen beim Aufsteiger Bad Nauheim ein verdienter 3:0 Erfolg. In der Stuttgarter Porsche Arena trotzte der Handball-Zweitligist BSV Sachsen am Sonntagnachmittag dem TV Nellingen einen Punkt ab. Vor knapp 1000 Zuschauern erkämpften sich die Mannschaften von Norman Rentsch ein 25:25 Unentschieden. Am Dienstag bestimmen viele Wolken und gelegentliche Schauer das Wetter. Bei Temperaturen zwischen 7 und 14 Grad weht ein schwacher bis mäßiger Wind aus Süd bis Südwest. Hier sind die Wetteraussichten bis Freitag. In den nächsten Tagen macht sich die Sonne eher rar. Der Himmel bleibt überwiegend stark bewölkt. Hin und wieder kann es noch etwas regnen. Das Thermometer erreicht Werte zwischen 5 und 14 Grad. Das war sie, unsere heutige Ausgabe von Tag aktuell. Morgen um 19 Uhr sind wir wieder für Sie da. Um 20 Uhr gibt es dann die Aufzeichnung der Sondersitzung des Stadtrates. Und nochmal am Schluss die Bitte, meine Damen und Herren, starten Sie einen Sendersuchlauf und versuchen Sie uns bitte digital zu empfangen. Dann sind alle Probleme Geschichte. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Ciao und tschüss. Television Zwickau.